Mike, grüß dich, servus. Jetzt kommt mal das Bayerische heute. Ja. Liebe Zuschauer, grüß euch. Thomas, sei gegrüßt und einen herzlichen Gruß an die Zuschauer. Hallo. Salongespräch wieder in der Reihe. Wir haben das auch gar nicht verheimlicht. Ich war ja letzte Woche im Urlaub und dann haben wir das vorproduziert und das sei uns bitte auch gestattet. Ja. Ja, es ist so sehr erstaunlich, mit welcher Regelmäßigkeit und mit welcher Konsequenz wir das machen, muss ich ehrlich sagen. Also mal Selbstlob, ja. Es geht jetzt schon bald 1,5 Jahre, ja, genau im Mai, ja, 2020. Wahnsinn. Und wir ziehen es durch, ja, coole Sache. Entschuldigung, bitte. Bevor du jetzt startest, eine kleine Sache noch. Ich möchte mich bei den Zuschauern bedanken, die mir letzte Woche zahlreich gratuliert haben zum Geburtstag. Da nochmal ein herzliches Dankeschön. Ist sehr gut angekommen, freut mich. Und ja, bis zum nächsten Jahr. Jetzt hast du mich natürlich in eine wahnsinnige, brutale Situation gebracht, aber ich Wieso? Bin manns genug, weil ich dir nicht öffentlich gratuliert habe. Musst du das? Das reicht doch, wenn wir beide uns so abstimmen. Ja, also. Das musst du doch nicht öffentlich machen. Also. Das macht man aber unter YouTubern so. Ja, das vergesse ich auch oft. Ich schicke auch die Nachrichten raus und mache das nicht unbedingt immer auf dem Channel. Ja. In dem Fall haben es einige gemacht und bei dem bedanke ich mich. Ja, wunderbar. Finde ich auch toll. Es also, gibt auch so eine Bindung, so eine kleine Gemeinde. Ja, da bitte jetzt ganz entspannt dazu. Liebe Zuschauer, lieber Mike, also ich weiß, der Vorwurf, der kommt immer wieder und der hat auch eine gewisse Berechtigung, aber es lässt sich leider nicht verhindern, dass es sich teilweise wiederholt, ja, was wir so beobachten und in Zusammenhang bringen, weil ich heute noch mal darauf ansprechen möchte, was wir auch schon hier gesagt haben, man muss es den Menschen zeigen, ja, es reicht nicht, also nicht nur zeigen, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, man muss es den Menschen spüren, die Menschen müssen es spüren, richtig, also es muss auch, ich habe auch immer gesagt, Leute, das wird nicht lustig, ja, und eine Party kommt danach dann irgendwann, ja, und worauf ich hinaus will, mit dem, man muss es den Leuten zeigen, es wird schon immer sichtbarer, wenn man denn hinschauen möchte, worauf ich da anspiele, ist, Merkel sagt, also die Bundesregierung und Behörden sagen, bereitet euch vor, ist Blackout, harter Winter, Energiepreise, puff, gehen nach oben, heizen wird teuer wie noch nie, Strom sowieso. Und im Gegenzug pocht die Kanzlerin drauf, dass die Taliban, sage ich schon, aber das stimmt ja, die Taliban Afghanistan 1 Milliarde nochmal rübergeschoben kriegen, allein nur für dieses Jahr. Unter anderem deswegen, damit in Afghanistan nicht der Strom abgestellt wird und das ganze Land nicht in Chaos versinkt. Gut, so weit ist es bei uns noch nicht, aber nicht mehr. Oder dass wir Strom sparen sollen, wo es auch immer nur geht, weil der Strom zu teuer ist, aber die Elektromobilität gefördert wird. Ja, beim Autokauf. Und nicht nur den Strom sparen oder am Strom sparen, sondern grundsätzlich sparen. Energie, ja genau, ja, Mangel. Weil das Essen wird ja auch teurer und die ganze Lebenshaltung wird teurer, ist ja nicht nur das. An den Tankstellen ist es sehr deutlich zu sehen. Aber bevor ich da jetzt näher darauf eingehe, Entschuldigung, weil du sagst, du entschuldigst dich so ein bisschen für die Wiederholung. Ja? Mhm. Ich bin der Meinung, man sollte sich dafür nicht entschuldigen, weil die Wiederholungen sind nötig. Die sind nötig für jeden von uns, auch für uns, die wir hier sitzen. Wir müssen uns immer wieder nach vorne schieben. Ja, wir müssen uns immer wieder klar machen, was hier wirklich passiert. Mhm. Und wir dürfen nicht nur an den jeweiligen Maßnahmen, die gerade auf uns wirken, die Sachen festmachen. Das sind alles nur Indizien dafür, dass ein viel größeres Konzept dahinter steht. Mhm. Nur die Oberfläche, die man so und wahrnehmen kann. Und dieses größere Konzept, was dahinter steht, das heißt, die uns hier wirklich diesen ganzen Irrsinn versuchen zu verkaufen, nicht an vorderster Front die Mainstream nur sehen, nicht nur die Politiker sehen, weil dann verstrickt man sich wieder in dieses Narrativ des Kleindenkens. Ja?
man fängt dann an, auf den wütend zu werden, auf den sauer zu werden. Verstrickt das, sich wieder und ja, entwickelt sich nicht. Gell? Genau, und genau das ist das, was dieses System möchte. Sie möchte uns, oder es möchte uns verstricken, wieder in diese Gedanken, verwickeln, wo wir in den einzelnen Maßnahmen uns wiederfinden und sagen, ja, warum denn das jetzt und hier? Damit sage ich nicht, dass wir das nicht beobachten, sehen, zur Kenntnis nehmen sollen und uns unsere Gedanken darüber machen. Aber wir müssen immer wieder zurückkehren und das große Ganze sehen. Und dafür sind die Wiederholungen nötig. Hast du recht, gebe ich dir recht. Ja. Wenn wir uns entwickeln wollen, ja, auf ein höheres Niveau der geistigen Fähigkeit, die jeder von uns im Kern besitzt, das wieder aktivieren, souveräner zu werden, Dinge zu hinterfragen und aus einem höheren Aspekt auf die Sachen zu schauen, aus der Beobachterrolle, sich selber auch in dem ganzen Gefangenenprogramm zu sehen, ja? Sich selber aus der Beobachterrolle zu sehen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, in Ruhe zu kommen und dann Gedanken zu formen, die auf einem viel höheren Niveau aktiv werden können. Weil unser Geist dann eine gewisse Ruhe hat und nicht in dem Narrativ festgefangen. Man könnte auch sagen, eine Distanz auch dazu zu entwickeln, um Platz zu haben für größere Sachen, für größere Gedanken. Ja. Das, was ich damit meine, zurücktreten und die Sachen zu beobachten, sich selber in dem Spiel zu sehen, das bedeutet genau das, was du gerade gesagt hast. So, wenn ich jetzt aber zu den Details wieder zurückkehre, die ich gerade genannt habe, ja. Genannt hast, und das ist auch ein Aspekt, den man nicht verleugnen soll, dann ist meine Überzeugung die, dass wir im Moment genau, sagen wir mal, die Dinge so erkennen können, unter Umständen, je nachdem, wie weit wir aus dem Spiel zurücktreten. Und uns dann nochmal klar machen, dass das Ganze ein überregionales, geleitetes Programm ist, was hier abläuft. Nur ist dieses Programm gestört und hat nicht mehr die Substanz, die es haben sollte. Müsste auch. Haben sollte, von denen gesteuert, die das Programm entwickelt haben. Nicht die, die Kraft, nicht mehr die Kraft ist nicht da. Ja. Geistig entwickelt haben. Ja. Die These, die ich durch unser gesamtes Salongespräch vom ersten bis zum jetzigen Jahr immer noch aufrechterhalte, ist die, dass die Menschen, die hinter dem ganzen Konstrukt wirklich Macht haben, die also noch in der Kette, in der Hierarchie über Menschen wie Politikern, wie Industriellen, Rothschilds etc. pp., stehen. Da nähern wir uns eher wieder in die Richtung des Vatikans etc. Dort, diese Macht, die wirklich die Macht hat oder hatte, die haben eben nicht mehr die Macht. Das heißt aber nicht, dass die Politiker, die Rothschilds dieser Welt und andere noch ihre Agenda versuchen durchzuziehen. Wenn wir also noch mal kurz zurücktreten zur Basislogik, die ich vertrete. Ja, und ich sage hier nochmal, das ist meine Überzeugung, die kein Mensch teilen muss. Ich biete sie nur an, jedem, dass er darüber nachdenken kann und sein eigenes Urteil bildet. Ob er das nachher für sich im Positiven oder Negativen nimmt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Das ist ja mein Wunsch, dass jeder souverän wird. Auch wenn er alles verwirft, was ich sage. Hauptsache, er wird souverän. Und wenn wir begreifen, dass also die These, die ich jetzt hier anführe, darauf basiert, dass allein in 2020 angedacht war, von denen, die die Kontrolle dachten zu haben, die Menschheit in eine Situation zu bringen, wo sie in Mangel kommen und unter großen Stress. So, jetzt kann man sagen, da gibt es verschiedenste Arten, das hinzubekommen. Die logischste Art ist immer Krieg. Möglichst ein breitflächiger, weltweiter Krieg, der dazu führt, dass ein großer Teil der Menschheit, was ja gewollt war, in Konflikte zu bringen, um sie dann, wenn die Konflikte am höchsten sind, also wo der Mensch schon an dem Punkt ist, wo er fast aufgibt,
dann als Retter zu erscheinen und zu sagen, so, wir haben es doch nochmal gedreht, wir haben die Kurve bekommen, aber wir müssen jetzt das so machen und das so machen. Dann werden Menschen diesen Richtlinien viel leichter folgen, als wären sie in ihrer Komfortzone, wo sie sich zurücklehnen und sagen, nee, das möchte ich aber so nicht. Ist ja alles im warmen Bereich für mich. Ja? Die Wohnung ist warm, mein Essen ist im Kühlschrank, meine Reisen sind da, alles da. Wenn das aber alles nicht mehr da ist, wenn dir dies, was dir einmal als normal erschien, nicht mehr vorhanden ist und es wird dir weiter genommen, also Mangel, weiter, dann bist immer du bereit mehr dafür, dass du wieder etwas zurückgibst oder zurückbekommst, besser gesagt, dafür andere Restriktiven anzunehmen. Ein Aspekt zum Beispiel, den man uns schon lange verkaufen will, ist das Grundeinkommen, ja, das Bedingungslose. Anscheinend, da steht ja bedingungslos vor. Aber das würde nie so sein. Unter dem System würde ein bedingungsloses Grundeinkommen immer unter Bedingungen geknüpft sein. Weil wenn du gewisse Gesetzmäßigkeiten, die dieses System dir auferlegt, nicht folgst, sagt man dir aus deren Sicht zu Recht, ja, dann können wir dir auch kein Grundeinkommen geben, weil du hältst dich ja nicht an die Regeln. Mach dir nicht mit. Jedes Gesetz, was erlassen wird, wird ja nicht von uns erlassen, sondern von denen, die die Regeln bestimmen. Und das sind ja die, die uns kontrollieren. Ja? So, das begreifen jetzt aber immer mehr Menschen. Wenn also in 2020 deren Macht noch da gewesen wäre, dann wäre diese Krankheit, die man uns hier verkaufen will, die auch aus meiner Sicht eine Laborkrankheit ist, viel stärker in die Welt integriert gewesen und hätte viel mehr Menschen dahin gerafft über einen langen Zeitraum. Da diese Krankheit aber nicht die Wirkung hatte, heißt das für mich, unterstützt das wieder meine These, dass diese Krankheit niemals so in die Welt kam, wie sie erdacht war, sondern sie wurde entschärft. Wer das war, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne diese Gruppierungen nicht, aber diese Menschen muss es geben. Es sind auch Menschen, die dafür gesorgt haben, dass ein Mensch wie Trump überhaupt in das Amt kommen kann und länger als 24 Stunden in dem Amt überlebt. Ja, genau. Ja. Ja, all das ist aber passiert. So, das unterstützt alles meine These, weil diese Dinge alle passiert sind. Ob man dem glauben will oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Aber es ist für mich die Grundlogik, die mir zeigt, was hätte eigentlich passieren sollen. Wir wissen doch aus dem Wir wissen doch aus dem alternativen Bereich auch, dass schon lange, bevor Trump als Kandidat feststand, es hieß, wenn Hillary Clinton an die Macht kommt, dann wird es einen Krieg geben. Richtig. Die Tendenz war im alternativen Sektor überall zu 100% bestätigt. Wenn es einen Krieg gibt, dann aus dem Grunde, um die Menschen dahin zu führen, dass sie aus dem Zerfall, der ja erstmal entsteht, dann wieder in eine neue Weltordnung geführt werden. Ja? So, und es ist richtig gewesen, der Krieg sollte auch unter Hillary Clinton stattfinden, aber nicht so, wie es die Menschen damals gedacht haben, als physischen Krieg, sondern die Krankheit ist der Krieg. Sollte der Feind, in die Welt kommen. Quasi. Und wie hätte diese Krankheit Wirkung erzeugt? Nämlich dadurch, dass Menschen sterben. Du weißt, dass es lange Zeit klar war, dass ein Impfstoff im Mainstream erwähnt niemals unter einem Zeitraum von 5 bis 6 Jahren, sagen wir mal, so weit erforscht ist, dass man ihn wirklich in die Menschheit geben kann. Genau. Ja? Das ist auch in der Logik dessen gewesen, was der Plan war. Das heißt, du lässt also eine Krankheit erstmal wüten. Laufen, ja. Dann machst du Lockdowns, die dazu führen, dass die Wirtschaft in den Keller geht. Runterfährt. Dann nimmst du genau das, was jetzt in der Agenda passiert, nach einem gewissen Zeitraum. Natürlich versickern die Ressourcen. Weil durch die Krankheit, durch den Lockdown, bedingt natürlich auch die Lieferketten ausfallen. Bedingt durch Krankheit, Tod, Umstände, die alle mit der Krankheit zu tun haben. Erwünschter Mangel dadurch? Dadurch erzeugst du den erwünschten Mangel. In der Zeit kannst du als Politiker dich immer hinstellen und sagen,
wir können doch nichts dafür. Beziehungsweise wir alles Menschenmögliche tun wir, damit es nicht so schlimm wird oder so. Irgendwie so, ja. Natürlich, genau. Das ist der Aspekt. Du kannst also das Ding genau so drehen, dass du sagst, wir haben doch hier unser Bestes getan. Genau. Ob es das Beste war, interessiert keinen wirklich, weil sie sehen ja die reale Wirkung dessen, was da passiert. Es ist ja kein Angriff, es ist ja kein Krieg für den normalen Menschen. Und wer von den normalen Durchschnittsmenschen, die sich mit solchen Themen nie beschäftigen, die nie darüber nachgedacht haben, wie unser Finanzsystem funktioniert, wie das Wirtschaftssystem grundsätzlich funktioniert, wie die Pharmazie letztlich funktioniert, diese Unternehmen etc. Wie soll so ein Mensch ansatzweise auch nur vermuten, dass da irgendein Plan hintersteht? Ja, vollkommen richtig. Nein, kann man nicht verlangen, kann man nicht erwarten. Die breite Masse wird dann unter großer Angst erstmal alle Maßnahmen mitgehen. Was sie getan haben, ja. Was sie jetzt schon getan haben, obwohl gar nicht so viel passiert ist. Das hätten sie aber unter den Voraussetzungen, wenn wirklich eine richtige Krankheit wütet über einen langen Zeitraum, hätten sie das getan ohne einen Mini-Einwand. So, wenn du das als Basis verstehst, dann hast du den Plan. Basis. Unabhängig von Details, die noch zusätzlich da sind. Dann heißt also, das, was wir jetzt gerade sehen als Ablauf, ist genau der Ablauf, der geplant war. Nur eine Impfung war nicht so früh geplant. Weil eine Impfung hätte ja dann dazu geführt, dass der ganze Zerfall gestoppt wird. Darum hieß es auch, bis Trump etwas erwähnt hat, bis dorthin, wir können keinen Impfstoff liefern. Sondern er kommt erst dann, wenn wir in der Lage sind, ihn geprüft zu haben. Und das wird Jahre dauern. Kannst du den gesamten Mainstream erforschen, vor 2020 noch, als es hieß, wir brauchen einen Impfstoff. Ja? So, der Impfstoff wurde dann unter Druck, weil Trump gesagt hat, er wird einen Impfstoff erbringen. Er kriegt das mit der Pharmaindustrie hin. Waren sie gezwungen, einen Impfstoff zu liefern? Egal, ob das ein Placebo ist oder ob das sonst was ist. Sie mussten etwas liefern, damit nicht Trump derjenige ist, der die Welt rettet. Weil das wäre der fatalste Fehler gewesen. Dann wären die den nie mehr losgeworden. Also wurde diese Maßnahme von denen letztlich, die uns was Gutes wollen, so bezeichne ich das, untermauert, indem sie gesagt haben, Trump wird jetzt einen Impfstoff in die Welt bringen. Für mich in sich komplett logisch, ja. So, okay. Jetzt haben wir die Phase, aber die anderen Optionen, die ja in diesen Plan gehören, von denen ich spreche, die ich gerade erklärt habe, die werden in der Agenda kontinuierlich weiter durchgezogen. Der jetzt künstlich erzeugte Mangel, der wäre entstanden aus dem, wenn das Prozedere durchgelaufen wäre, wie sie es vorhatten. Da es aber nicht so lief, müssen sie ihn jetzt offensichtlich noch künstlicher erzeugen. Ganz genau. Ganz das genau, führt tun dazu, sie auch, ja. Dass die Menschen jetzt noch mehr angeregt werden, darüber nachzudenken. Das ist aber nicht deren Plan, dass sie uns zum Nachdenken auffordern. Das ist deren Agenda. Es ist aber. Moment, es ist die Agenda, die sie durchführen auf Teufel komm raus. Sie müssen dieser Agenda folgen, weil sie keine neue haben. Ja, und deswegen müssen sie das in Kauf nehmen. Das ist es ja. Die Agenda, die jetzt durchläuft, die erscheint uns, wenn wir ein bisschen mehr von dem ganzen Hintergrund verstehen, völlig schwachsinnig. Weil sie ja immer mehr Menschen wach macht. Genau, genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Ja. Auch wenn der eine oder andere Zuschauer sagt, naja, er kann nicht erkennen, dass Leute wach werden. Das mag so sein. Immer das Umfeld, was man hat, darauf reflektiert man und sagt vielleicht, naja, in meinem Umfeld schlafen alle. Das kann sein. Das heißt aber nicht, dass deswegen in einem anderen Umfeld nicht schon so und so viele Menschen wacher sind, als sie es vorher waren. Genau das passiert meiner Überzeugung. Meiner Überzeugung auch, ja. Gehe ich voll mit. Du wirst also immer unterschiedliche Sichtweisen haben, bedingt durch das Umfeld. Aber entscheidend ist, dass sie keine Alternative zu ihrem Plan haben.
Sie sind nicht flexibel, sie können nicht irgendwie... Weil sie nicht die Erfinder der Agenden sind, sondern immer nur ausführende Organe. Und da sie eben keine neuen, cleveren Schachzüge bekommen... Anweisungen, wie auch immer. ...folgen sie der Agenda. Die ursprünglich mal da war, genau. So ist es. Ja. Und das erleben wir jetzt. Und das Problem ist für Sie, diese Agenda muss jetzt durchgezogen werden unter ganz anderen Voraussetzungen, als sie eigentlich geplant war. So ist es. Und Sie müssen billigend, so muss man das glaube ich sagen, in Kauf nehmen oder können es einfach nicht verhindern, entgegen der Planung, dass immer mehr Leute sich Fragen stellen. So ist es. Sie haben also nur die Option zu sagen, wir stoppen die Agenda. Mhm. Das wäre ganz fatal, weil dann ist, dann ganzer, ist alles aus. Dann irgendwie. Ist Ihr ganzer Plan verrutscht. Ja. Ja, dann müssen Sie völlig abwarten und sehen, was können wir irgendwann machen. Ja. Oder auch nicht. Und, oder Sie fahren die Agenda weiter und haben damit das Problem, dass die Dinge parallel passieren und müssen beten, zu wem Sie auch immer beten, wahrscheinlich nicht zu Gott, sondern zu irgendjemand anderen, dass es doch irgendwie funktioniert. Also das heißt eigentlich, die sind eigentlich in der schlimmsten Zwickmühle, die es gibt, weil alles, was du machst, ist falsch. Ja, und jetzt muss man verstehen, dass die Politiker, die wir haben, der größte Teil der Politiker, dazu würde ich sagen mindestens 99,9%, sind indoktrinierte Menschen, die dieser Agenda wirklich mit einem Glaubenssatz folgen. Mhm. 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 Die blicken gar nicht richtig durch. Die glauben daran, dass das alles funktionieren kann, was sie da machen. Die glauben daran, die wissen nichts von Spiritualität zum Beispiel, über Frequenzen, die unseren Planeten hier mit beeinflussen, über Energien, die wir alle miteinander teilen, die auch einen Zeitzyklus in sich haben, der jetzt gerade auf unser Bewusstsein, auf unsere geistigen Fähigkeiten extreme Wirkungen hat. Die wissen das nicht. Die beschäftigen sich gar nicht mit solchen Themen. Die, die in der Hierarchie viel höher stehen, werden oder sind kontinuierlich immer spiritueller. Das heißt, die Menschen, die wirklich uns kontrolliert haben, über die Marionetten, die sie aufgebaut haben, die sind hochgradig spirituell. Sie sind nur nicht auf dem Pfad der Gemeinschaft, sondern sie sind auf dem Pfad des Egoisten, wenn du so willst. Und wollen ihre Macht erhalten und nutzen dafür diese Fähigkeiten. Aber sie wussten schon immer, dass es ein Zeitfenster gibt, wo sie Probleme bekommen. Da Wirkungen auf diesen Planeten, die sie nicht verhindern können, in Form von Energien wirken, die substanziell unseren Geist anregen, uns wieder bewusster zu werden, wer oder was wir wirklich sind. Dinge zu hinterfragen, nicht mehr einfach nur ein Narrativ folgen, sondern Dinge hinterfragen. Selbst wenn du in der Schule verdummt wirst, was ja passiert in unseren System, fangen dann ab einem gewissen Grad Menschen an, auch Kinder, Dinge nicht mehr so leicht anzunehmen, sondern schon im Kindesalter hinterfragen sie, weil sie auf einem höheren Grad angeregt werden zu hinterfragen. Mhm. Hochinteressant. Ich will jetzt noch mal ganz kurz zurück für die Zuschauer auch ein bisschen, weil du sagst, diese je höher, desto spiritueller. Also mit anderen Worten, diese Ebene ist natürlich zumindest mal nervös oder hochnervös, weil sie merken, die wissen, die Agenda wird immer schwieriger, sie durchzusetzen sozusagen oder sie weiterzuführen. Die finde ich auch wirklich interessant oder für die Zuschauer auch die Politiker. Kann man das vielleicht auch daran festmachen, dass die mit einer eigentlich unfassbaren Unverschämtheit, ja, so will ich es mal sagen, ja, mit einer vollkommenen Selbstüberzeugung hier, also das als Indiz, dass die selber gar nicht, dass sie selber immer noch dran glauben und gar nicht wissen, dass hier irgendwas schiefläuft? Ja, das kann man gerne auch so sagen. Für mich ist ein anderer Punkt entscheidend, Thomas. So wie ich vorhin gesagt habe, man muss immer wieder zurücktreten oder sollte, so wie ich das aus meiner Sicht sehe, und die Dinge aus der Perspektive zu betrachten, sich selber da zu sehen. Ja? Und jetzt überleg mal nur Folgendes. Unabhängig davon, wie wir in der Schule erzogen wurden, wie weit wir durchs Fernsehen indoktriniert wurden,
was immer es ist, ob es Fernsehsendungen sind, ob es Nachrichten sind, was immer es ist. Wir haben immer Einflüsse, die auf uns wirken. Wie wir damit umgehen, ist aber unseren freien Willen geschuldet. Der letztliche, entscheidende Fakt sind immer wir selber. Wir können also nicht nur sagen, ja, die sind ja alle schuld, die haben ja das gemacht. Und die haben ja das gemacht und das gemacht. Uns hypnotisiert, uns bestrahlt. Es ist nicht so, dass man sie aus der Schuld entlässt und sagt, nein, das habt ihr nicht gemacht, ja, ist alles toll. Das meine ich nicht. Ja, ja. Da gibt es Schuld, die aufgebaut wird. Verantwortung, wie auch immer, ja. Ich bezeichne das immer als Karma, was aufgebaut wird. Mhm. Aber wir, jeder von uns, hat seinen Teil, den er verantworten muss. Mit seinem Willen folge ich einen fremden Willen oder folge ich ihm nicht? Mhm. Weil alles, was indoktriniert ist, ist Willensübertragung. Wenn wir aber alle einen freien Willen haben, einen gottgegebenen freien Willen, dann ist es auch an uns, unseren freien Willen zu hinterfragen. Mhm. Gehe ich einfach nur mit und mache, weil es bequem ist, beuge ich mich einem Willen? Mache ich mir den Willen zu eigen, weil ich ihn toll finde? Oder folge ich aus Angst? Alles das sind Fragen, die wir uns stellen sollten. Jeder von uns. So, und jetzt überleg mal folgendes Bild. Ich nehme dieses Bild, weil ich gestern mal nach langer Zeit wieder einen Film gesehen habe. Da ging es um Politik, Menschen an sich grundsätzlich. Und da hat man deutlich gezeigt, nur mal ein Beispiel aus den USA, wie die Politiker in fetten Limousinen zu ihren Wohltätigkeitsveranstaltungen oder sei es sonst irgendwelchen Veranstaltungen gefahren wären mit Security, mit einem Riesenaufwand, alles vom Feinsten arrangiert, alles Steuergeld, zahlt keiner von denen oder von der Lobby finanziert. Mhm. In den tollsten Klamotten mit Deutsche Gabbana und weiß der Kuckuck und jeder profiliert und zeigt sich und dann wird der eine oder andere Hollywood-Star noch eingeladen und der aus der und der und der Liga. So, und dann siehst du die breiten Lage der Kameras, die da ihre Bildchen machen und dann wird das nachher publiziert. Und jetzt musst du dir überlegen, der normale Mensch, in der Regel, nicht alle, aber ein großer Teil, der größte Teil, guckt sich dann das an, verfolgt das und liest dann sogar noch in den Zeitungen die Fotos und sieht das. Und dann sprechen sie untereinander und sagen, ah, der hat ja einen tollen Anzug an, guck mal das Auto. Und finden das auch noch toll, wird alles mit ihrem Steuer, mit ihrem Sklavengeld bezahlt. Noch extremer wird es, wenn du die Königsfamilie siehst. Ja, zum Beispiel, das ist ein weiteres Beispiel. In Prunk, noch und nöcher. Und dann hast du einen Großteil der Bevölkerung, die wissen, dass sie dieses Königshaus mit Millionen jede Woche finanzieren. Alimentieren, mit Steuergeldern. Ja. Und sagen dann noch, ach ja, jetzt hat sie ein Kind bekommen. Und guck mal, die ist jetzt da, ach, und ist die süß. Und die Nichte. Und ach ja, und ein Herzogin so und so. Und hat die einen tollen Hut gehabt. Und verstehst du, was ich sagen möchte? Diese Menschen sind doch so tief in einem Sklaventum verankert, dass sie gar nicht begreifen, wo sie sich eigentlich bewegen. Sie haben da ihre Stars aufgebaut, die wurden ihnen präsentiert. Ja, und da wurde auch viel erzählt. Ja, und das ist auch Indoktrinieren. Aber es ist doch der freie Wille. Ja. Wenn du mir so eine Zeitung gibst und ich soll mir jetzt angucken, was oder so, sage ich zu dir, weißt du was, das können wir nehmen, schmeißen wir im Winter in den Kamin, haben wir ein bisschen... Wärme noch. Anzünder hier. Ja, das ist hier bei mir an der Oberkante, wo ich sage, um Gottes Willen, ja, das verherrliche ich doch nicht. Ja, ja. Da gebe ich doch nicht einen Millicent für aus, ganz im Gegenteil. Aber es wird uns doch präsentiert. Du hast vollkommen recht, ja. Wenn du die Offenbarung des Johannes, die ich ja schon öfter mal erwähnt habe, da gibt es doch den Satz, die Sterne werden vom Himmel fallen, ja, zu dem Zeitpunkt, wo sich die Dinge offenbaren. Und die Sterne sind immer die gemeint in Form von Menschen, die wir in den Himmel heben.
Wo sind denn die Musiker? Wo sind denn die Schauspieler? Mhm. Wo sind denn die Maler? Wo sind denn all die großen Künstler, die wir auf der Welt haben, die wach sind und hier uns mal nach außen hin unterstützen und sagen, dieses System ist krank? Wo sind sie denn? Ganz, ganz wenige. Ganz ja. Toll. Ja. Mhm. Mhm. Wo, selbst wenn sie es wüssten, der Mut ist nicht da. Ja. Ja? Und damit sind sie eigentlich schon gefallen. Die sind ja eigentlich... Ja, natürlich sind sie so alle. Oder so. So oder ja. So sind sie gefallen. Ja. Und unsere Politiker, die, wenn denn irgendwelche Menschen noch vor Jahren an Politiker geglaubt haben, was bei mir schon lange nicht mehr der Fall ist, ja. Aber irgendwann habe ich mich mal angefangen, dafür zu interessieren. Dann habe ich begriffen, da stimmt was nicht. Davor ist es an mir vorbeigegangen. Ich habe es auch einfach zugelassen. Mhm. Das heißt, ich habe dadurch auch dazu beigetragen, dass es funktioniert. Bewusst oder unbewusst? Das ist, spielt keine Rolle. Ja, auch ja. Ein unbewusster Wille hat Kraft. Genau. Jeder Gedanke, den wir denken, hat Kraft. Wenn du aber unbewusst denkst, hat das auch Kraft. Aber dir ist es nicht bewusst. Ich sag dir mal ein Beispiel. Du sagst zum Beispiel, ach, dieses Auto würde ich gerne haben. Weißt aber, dass es für dich im Moment unerschwinglich ist. Dann ist dein Gedanke, der Wunsch, dieses Auto würde ich gerne haben und unbewusst sagst du, kriege ich sowieso nicht, ist zu teuer. Dann hebt sich das gegeneinander auf. Das ist keine Kraft mehr. Du kannst dieses Auto nie bekommen. Wenn du aber diesen Negativgedanken gar nicht hast und sagst, dieses Auto möchte ich haben und stellst dir vor, du hast es schon, gehst mit dem Gefühl rein, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass du es irgendwann hast, nicht in dem Moment. Aber die Dinge, die dann passieren, schönes Beispiel. Von denen du gar nicht weißt, wie sie passieren, das ist das Anziehen. Geil. Ja? Das Anziehen der Energien, die wir ausstrahlen und natürlich auch empfangen. Also wenn wir in dieser Welt wirklich in eine bessere Welt kommen wollen, hast du gar keine Chance, wenn du nicht spirituell wirst. Jeder Mensch, der im Spirituellen irgendetwas Absurdes sieht, etwas Merkwürdiges, der ist noch weit davon entfernt, weil die Spiritualität ist das Normalste der Welt. Sehr gut. Schön. Und ich fühle mich immer wohler, muss ich sagen. Ja? Ich komme immer mehr... Wenn man das erstmal begriffen hat, wenn man sich damit anfreundet, wenn du weißt, dass all die Dinge, die um dich herum passieren, einen Sinn haben, dass sie passieren. Mhm. Mhm. Dass du verstehst, dass dein Leben du selber bist. Du bist Leben, nicht dein Körper. Wenn du in deinem Körper nicht mehr bist, kann dein Körper nicht mehr sein. In dem Moment, wo du selbst aus dem Körper dich entfernst, wird dein Körper zerfallen. Mhm. Die Hülle. Ja. Mhm. Dein Gehirn, dein Denkapparat, alles. Mhm. Mhm. Aber du wirst in deinem Denkapparat nichts von dir finden, was dir die Wissenschaft aber erzählen will. Das nimmst du mit. Da sitzt keiner drin, ja. Kein Männchen. Ja. Ja? Das selbst, geil. Was du bist... Mhm. Natürlich wird es schwer, wenn ich den ganzen Tag mich mit der Materie beschäftige. Diese ganzen negativen Gedanken, die uns ja hier indoktriniert werden, einatme in meinen Geist und mich dann nur als Körper rumlaufen sehe, dann werde ich wahnsinnig. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Dann wirken diese Dinge ganz extrem. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass Menschen dann in solche absurden Ideen kommen, wie ja, ich muss mich um Materie nicht mehr kümmern, ich bin ja nur Geist, ich kriege alles hin, ich mache nur Schnickschnack und dann funktioniert das. Das ist genauso irrsinnig. Richtig, ja. Okay. Wir müssen immer begreifen, dass alles, was geschieht, auf der Grundlage von Ursache und Wirkung. Es kann nie eine Wirkung geben, wenn nicht eine Ursache zugrunde liegt. Wenn du also eine Wirkung nicht mehr willst, bringt es nichts, an der Wirkung rumzuarbeiten, was unsere gesamte Pharmaindustrie macht. Unsere Ärzteschaft, der Wissenschaft hier in den westlichen Raum der Welt, arbeitet immer an den Wirkungen. Da ist ein Geschwür, okay, das müssen wir rausschneiden. Du hast Kopfschmerzen, ja, dann muss ich dir was geben, was deine Gehirnzellen an der Stelle betäubt. Das ist immer Wirkung. Warum du aber Kopfschmerzen hast und warum da ein Geschwür ist, wird gar nicht gefragt.
Du musst also immer, wenn du eine Wirkung ja. nicht mehr willst, die Ursache vernichten. Wenn wir also in einer Welt leben, die so konstruiert ist, wie sie jetzt ist, zurzeit noch ist, dann liegt das nicht daran, dass sie so ist. Das ist die Wirkung. Es liegt an der Ursache. Wenn du also nicht zur Ursache gehst, dann wird die Welt so bleiben. Wird sich nichts verändern, ja. So, und das ist das, was in unserem Geist passiert. Wenn wir uns selber hinterfragen, wenn wir angeregt werden, uns selbst zu hinterfragen, kehrst du mehr zur Ursache zurück und findest deine Souveränität. Sie ist ja da. Sie ist schon da, bevor du in diese Welt geboren wirst. Aber du musst sie erstmal wieder erkennen, indem du dich entwickelst. Das Thema auch immer wieder, genau, hat man auch gerade letztes Mal so ausführlich. Liebe Zuschauer, es ist wirklich, also eigentlich muss ich ehrlich sagen, also das ist jetzt wieder so ein Moment für mich, wo ich auch erkenne, dass, und das kann man, glaube ich, eigentlich, wenn man jetzt die Salongespräche sich zumindest viele davon angeschaut hat, wir haben wirklich einen roten Faden, der auch immer wieder sich entweder, man kann den bestätigen oder ich muss echt sagen, ich würde es auch sagen, wenn ich sage, du mein Gott, Entschuldigung, ich erkenne da einen riesen Widerspruch und das geht für mich gar nicht zusammen. Ja, das irgendwo. Will ich doch wohl hoffen, ja? dass du das machst. Aber das ist nicht der Fall, weil ich kann da wirklich, ich spüre das ja auch. Also was wärst du für ein Gesprächspartner, wenn du mir nicht deine Meinung tust? Ja, natürlich, aber ich kann das nur, es ist wirklich faszinierend eigentlich, ja, weil wir da wirklich, finde ich, so eine Stringenz drin haben. Ja? Also ich finde nicht, dass wir irgendwie umeinander schwimmen und sagen, ah nee, also heute ist irgendwie ein bisschen anders. Oder? Selbst wenn es so wäre, wenn sich Dinge verändern, hat man andere Sichtweisen. Ja, klar. Das Wichtigste ist doch, dass wir, wenn wir hier miteinander sprechen, uns mit den Themen auseinandersetzen, die uns beide in irgendeiner Weise tangieren, wo wir wissen, andere Menschen da draußen, die tangiert das genauso, mehr oder weniger. Darüber sprechen wir. Und wir leben nun mal auf einem Planeten, in dieser Welt. Und in dieser Welt geschehen Dinge, die uns alle betreffen. Also haben wir doch das Recht, über die Dinge zu sprechen. Jeder, der uns dieses Recht nimmt, ist doch weit davon entfernt, den Begriff Demokratie, wenn er denn so definiert ist, ja, als Freiheit, in den Mund zu nehmen. Genau, Freiheit. Ja, ich habe das schon öfter gesagt. Begrifflichkeiten bedürfen immer einer Definition. Weil wenn Demokratie bedeutet, du darfst deine freie Meinung nicht äußern, dann hätte er ja recht. Dann würde er sagen, Moment mal, Demokratie, das darfst du doch nicht. Wenn aber die Definition ist, dass wir eine freie Meinung äußern dürfen, egal in welcher Form, dann darf er das Wort Demokratie nicht in den Mund nehmen. Richtig. So, also, so oder so gesehen ist all das, was jetzt gerade passiert, dieser Irrsinn, da gehe ich jetzt nochmal in die Details zu. Wir sehen ganz deutlich, dass Öl knapper wird, obwohl es in Mengen vorhanden ist. Dass Gas nicht da ist, obwohl es in Mengen vorhanden ist. Dass Energiekraftwerke abgeschaltet werden, obwohl sie in Mengen vorhanden sind. Dass auf der anderen Seite alternative Energien benutzt werden, die gar keine Kraft haben. Wo jedem klar sein muss. Dass es nicht funktionieren kann. Also dass es zurück in die Steinzeit ist. All das kann man immer in Definition bringen und sagen, ja, aber was ist denn nun wirklich hinter dem Elektrofahrzeug? Was steckt dahinter? Und wenn man sich informiert, kriegt man die ganzen negativen Aspekte auch mit. Und dann verwirft man Techniken und sagt, nee, das ist nicht der richtige Weg. So lange, bis ich eine bessere Technik habe, muss ich aber erstmal da bleiben, um die Versorgung der Menschheit aufrechtzuerhalten. Also gibt es Alternativen, nutze ich die, die vernünftig sind, und gibt es die nicht, bleibe ich bei dem, was ich habe. Wir beide wissen, dass es Alternativen gibt, wie freie Energie, die natürlich nicht gewollt ist von dem System. Kann man nichts verdienen dran. Ja. Aber da müssen wir jetzt nicht wieder einsteigen, das hatten wir schon oft genug. Jetzt ist die Zeit zu erkennen, dass wir, die wir jetzt vielleicht uns zu denen zählen, die die Dinge schon ein bisschen besser durchblicken, dass wir erkennen müssen, dass wir durch dieses Tal, dieses tiefe Tal, was sich jetzt hier aufzutun scheint,
noch eine Weile durchspazieren müssen. Wieso scheint? Scheint aus dem Grunde, weil ich sage, wenn etwas wirklich so ist, ist es anders, als wenn es so scheint. Mhm. Weil ich glaube, dass die Negativität, die uns jetzt scheinbar vermittelt wird, ja, ich muss wieder das Wort benutzen, nicht die Substanz hat, die man uns versucht zu verkaufen. Okay, alles klar, verstehe. Mhm. Mhm. Ja, also ich glaube nicht, dass es so schlimm wird, wie man uns es jetzt schon ansatzweise verkauft. Weil du siehst doch, sie ziehen ja die Schraube immer mehr an. Jetzt permanent. Ist ein Narrativ, fällt jetzt immer mehr weg. Das ist die Windel und dergleichen. Das wird sich immer mehr im Sande verlaufen. Jetzt kramen sie den ganzen anderen Kram raus und machen ihre Agenda weiter. Und wir erkennen auch bei den Menschen, die jetzt alternativen Channeln oder Nachrichten folgen, die erkennen doch, dass das, was jetzt im Mainstream gesagt wird, schon vor Monaten, sogar Jahre vorhergesagt wurden von denen, die man als Verschwörungstheoretiker darstellt. Ja, Blackout ist doch schon lange vor dem Mainstream erwähnt worden. Ja. Die ganzen Dinge, die jetzt hier in dem Mainstream offengelegt werden. Mehr und mehr. Und dabei kommen auch die wieder zu Worte, wie zum Beispiel Bild und andere, die dann da in die Kerbe reinschlagen. Das ist nur eine kleine Glocke, die wieder den ein oder anderen Menschen, der noch schläft oder noch nicht wacher geworden ist, versucht zu wecken. Du musst die Menschen wecken. Und du weißt, wie das ist. Es gibt die Menschen, die schlafen, die hören den Wecker, nehmen den Wecker, schmeißen ihn in die Ecke, schlafen weiter. Die werden es verdammt schwer haben. Den musst du dann irgendwie mit dem nassen Waschlappen kommen oder mit dem Eimer Wasser oder was. Die werden dann, der Waschlappen oder was auch immer, ist dann das Leben. Die Realität. Die Realität, die sie einholt. Du kannst dich der Realität, der Wahrheit, bis zu einem gewissen Zeitraum entziehen, indem du Zeit stretchst. Ja, und sie ignorierst. So ein Gummiband. Ja. Aber irgendwann ist das vorbei und du kommst an den Punkt. Du prallst auf. Weil Ursache und Wirkung lassen sich nicht voneinander trennen. Erst wenn du die Ursache vernichtet hast, ist die Wirkung weg. Da ergibt sich das gleiche Bild wieder. Immer wieder diese Logik. Es ist im Positiven, je nachdem, aus welcher Sichtweise man es betrachtet, im Positiven wie im Negativen, wenn man jetzt mal von gut und schlecht spricht. Und das ist für die und für den anderen, der eine denkt so, der andere denkt so, trotzdem unumstößlich. Ursache bleibt Ursache und Wirkung bleibt Wirkung, bis die Ursache nicht mehr vorhanden ist. Also, gehen wir durch dieses Tal im Moment und jeder nach seinem Bewusstseinsgrad. Für den einen wird es sehr schlimm, für den anderen wird es weniger schlimm und für andere so, dass sie sagen, naja, war doch eigentlich kaum was. Klar. Ja, und die Beurteilung, jemanden schuldig zu sprechen für die Taten, die er begangen hat, ist nicht meine Aufgabe. Ja, sehe ich ganz genauso. Ich bin kein Richter. Oder Racheengel oder irgendwas. Ich kann mir das nicht anmaßen. Aber ich weiß, dass jeder, und das überlasse ich Gott, seine Strafe erhält. Aber nicht, warte, wichtig, aber nicht in Form, wie wir Strafe definieren, dass da ein zürnender Gott ist, der jemand bestraft. Das sind nur Worte. Ja. Sondern, dass die Ursache und Wirkung es übernimmt. Das heißt, wer von wem letztlich nachher über ein Urteil Strafe erfährt, ob Gott sich einen Richter nimmt, indem er sagt, du machst das jetzt, oder einen Vollstrecker, der das macht, in Form von Krankheit, in Form von Unfall, in Form von wirklicher menschlicher Tätigkeit, ist doch dahingestellt, muss uns doch nicht interessieren, wird aber passieren, weil Ursache und Wirkung miteinander verknüpft ist. Das Karma kannst du nicht abschütteln. Und auch nicht irgendwie austricksen oder betrügen oder sonst irgendwas. Ja. Du kannst alle Worte nehmen, die dir einfallen. Es läuft immer auf die eine Basis hinaus. Was nicht kann, kann nicht sein. Das, was nicht sein kann, kann nicht sein. Ja, aber ich muss dann nochmal drauf zurückkommen mit
mit dem Stichwort Karma beziehungsweise Strafe. Weil Strafe, es ist ja eigentlich keine Strafe, sondern es sind einfach die Konsequenzen, die Wirkung, die genau. Dann einfach auf einen trifft. Ja, es aber ist ja wir jetzt Menschen denken doch im rationalen Verstand über Bestrafung nach. Gibt doch wenige Menschen, die nicht irgendwann an den Punkt ankommen und sagen, also dieses Arschloch muss doch mal irgendwann dafür bestraft werden. Richtig, oder diese ganze Regierung oder was so, auch immer. Was ja, auch immer für ihre es Verbrechen, ist. Ja. Wir in unserem rationalen Verstand sagen das aus rationaler Sicht auch berechtigt. Warum? Weil der rationale Verstand, unser Denkapparat hier oben, ist gesteuert durch Erfahrungen. Und alles, was er an Erfahrungen hat, setzt er in Relation zur Wirklichkeit. Mhm. Ob diese Erfahrung auf Lüge oder Illusion basiert, von der der Verstand aber nichts weiß, ist dabei völlig egal. Für ihn ist das die Wahrheit. Das ist unser rationaler Verstand, wo sich unsere Person, sprich unser Ego, mit darstellt, identifiziert. Ich muss noch mal Moment, ich ja? muss das zu Ende reden. Ja? Der rationale Verstand ist unser Ego, Denken in Form von Persönlichkeit. Unabhängig, dass ich das Ego als gut oder schlecht ja. definiere. Einfach nur verständnismäßig, dass es nicht dein wahres Selbst ist. Dein wahres Selbst hat das Problem, wenn es sich mit dem rationalen Verstand identifiziert, dann lässt es sich von dem rationalen Verstand alleine leiten. Und dann ist deine wahre Souveränität im rationalen Verstand vergraben, dort integriert. Wo sie nicht sein soll. Wo sie nicht sein sollte, genau, und wo sie nicht frei sein kann. Du musst also erst begreifen, dass du dich neben dich stellst. Darum sage ich immer, sehe dich als Person dort und trete aus dich heraus. Sehr gut, ja. Und beobachte das Ganze und dich selbst. Dich selbst in dem Fall als Persona. Nicht als das wahre Selbst, das du bist, wenn du dich beobachtest. Dann bist du reines Bewusstsein. Wenn du als reines Bewusstsein dich mehr und mehr definierst und zwischen den Zeilen dessen, was du tagsüber erlebst, immer wieder mal zurückkehrst und dir sagst, shit, was hier gerade passiert, aber kann mir eigentlich nicht wirklich was tun. Selbst wenn sie mich morgen erschießen, ich werde leben. Du hast schon gelebt, du lebst und du wirst weiterleben, weil du Leben bist. Sonst könntest du gar nicht sein. Ja. Der Körper profitiert nur von deinem Leben und erdenkt sich mit Hilfe deines Gehirns eine Person, die du aber in der Essenz nicht bist. Trotzdem bist du diese Person hier in dieser Welt. Aber du kannst... Hier ist mal so ganz wirklich ein bisschen einfach formulieren, im nächsten Leben bist du eine ganz andere Person. So kannst du es zum Beispiel sehen. Ja? Das Persona ist nur die äußere Hülle. Schau mal, dieses System, in dem wir leben, hat uns schon seit ewiger Zeit, und da gibt es Zeitzyklen, über die wir schon gesprochen haben, wo wir mehr in der Welt hier verankert sind und die äußeren Umstände uns mehr verstricken in der, Materie. Und dann gibt es Zeitzyklen, wo die Energien die Materie verfeinern und der Geist verfeinert ist und mehr Möglichkeit hat, sich aus der Materie zu befreien. In diesen Zyklen, auf die kann ich jetzt nicht eingehen, da könnten wir mehrere Videos drüber machen, ja? Da befinden wir uns an dem Übergang von dem einen zum nächsten, von dem Verdichteten zu dem Höheren, vom Kali-Yuga zum Wassermann-Zeitalter. Und in dieser Zeit gibt es eine Überbrückung, wenn du so willst. Hier ist das Ende, der 22.12.2012. Davor gibt es schon die Übergangszeit, die läuft da rein. Dann ist das Ende da und jetzt kommt die Übergangszeit, wo es reinläuft. Und da drin befinden wir uns und da gibt es die ganzen Widersprüche. Da trifft das Alte auf das Neue. Und das macht auch in unserem Gehirn klick-klack, bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Und man stellt immer mehr Dinge in Frage. Man fängt auf einmal an, die ganze Welt anders zu sehen. Ja. Wir haben das schon oft gesagt. Du hast es selber schon gesagt. Nachdem ich dir gesagt habe, ich möchte in diese Welt nicht mehr zurück, hast du gesagt beim ersten Mal, als ich dir gesagt habe, ja, jetzt fällt es dir auch auf.
du hast noch gedacht, ach, eigentlich würde ich gerne wieder dahin zurück, mhm. dahin, Hauptsache der Irrsinn ist bei richtig. Euch. Mhm. Irgendwann hast du angefangen zu sagen, nee, da möchte ich nicht mehr genau. zu. Genau. Das ist es. Dieser Übergang ist bei vielen noch so, die wollen gerne wieder dahin. Mhm. Du kannst aber nicht dahin, wenn der Zeitzyklus in die Richtung weiterläuft. Genau, da gehst aber du kannst trotzdem, richtig, ja. Aber du kannst trotzdem dagegen kämpfen. Viel leichter ist, du gehst mit ja. in diesen neuen Zyklus rein und verwirklichst es durch dein Tun. Man hat uns die Welt auf den Kopf gestellt. Alles, was man uns erzählt hat, als richtig, ist in der Regel falsch. Da gehe ich auch mittlerweile voll mit. Also es schon gibt seit langem, vieles ja. von ja. dem, wo ich jetzt sage, was falsch ist, wo man drüber diskutieren kann, wo ich nicht weiß, ob der Ansatz an der Stelle vielleicht wirklich mit Wahrheit zu tun hat. Ja, ja. Aber ich sage mal ein simples Beispiel. Wenn du die 12 Monate eines Jahres nimmst, dann sind sie ja betitelt, ja? Haben ja Namen, jeder Monat. Jetzt sollten wir uns vielleicht mal nur fragen, ich habe darauf im Moment keine Antwort, weil ich es nicht weiter recherchiert habe, aber ich habe es mir vor ein paar Tagen kam das Beispiel in meinen Kopf, mal die Frage gestellt, warum gibt es denn den Ausdruck September, Oktober, November, Dezember? Ja? September ist 7. Mhm. Oktober 8. ist 8. November ist 9. Dezember ist 10. Ja, aber die anderen Monate haben mit der Nummerierung nichts zu tun. Also mhm. warum, wenn jetzt 10 Ende wäre und nicht 12? Wäre es logisch. Ja. Oder einigermaßen. Aber ja, eigentlich auch nicht, weil wenn die anderen Monate immer noch nicht eine Zahl repräsentieren. Moment, jetzt muss man sich erst mal ja. fragen, warum ist denn das so exakt gemacht, dass gerade diese 4 Monate exakt so bestimmt sind. September, Oktober, mhm. November, Dezember. Und genau im Dezember Schluss ist mit mhm. einem Jahr. Mhm. Normalerweise ist ein Zyklus beendet bei 10, bei einer 1 und einer 0. Mhm. Ja, das ist ein Zyklus. Bis zur 9 ist der Weg zur Vollendung ist die 1, die 0, die dann gleichzeitig wieder mit der 1 verbunden ist. Mhm. Dann ist ein Zyklus um. Eine 12 ist nicht ein Zyklus. Mhm. Dann wären eigentlich 10 Monate. Logisch, für Logik, ein Jahr. Wenn man mhm. der Logik weiter folgen mhm. will, dann würden aber die Tage auf einen Monat völlig anders geregelt sein. Ja? Richtig. Weil dann hättest du rein theoretisch 360, 36 Tage in der Woche, im Monat. Ja. Und die Jahreszeiten müssten auch anders gestretched werden. Ja, ja, ja. Dann würde sich vieles verändern. Dann würde auch vieles aus den Kalendaren, die wir kennen, was da und da geschrieben wurde in alten Schriften, anders zusammenpassen. Ja. So, also hier gebe ich nur mal einen Hinweis. Das ist keine Bestätigung, nur ein Hinweis, über den man nachdenken kann, warum das so gemacht ist. Warum sagt man die Sonne und der Mond? Ja. Wenn doch Solar der Sonnengott ist, und Luna, die Mondgöttin. Richtig. Man hat also die Dinge vertauscht. Ja. Das Weibliche zum Männlichen gemacht und das Männliche zum Weiblichen. Das würde man auch als Umkehrung bezeichnen. Natürlich, ja? Na, ist doch klar. Alles, wenn ich auch auf einmal, das. Wenn ich auf ja. einmal zu dir sage, du bist eine Frau. Ja, ja. Du hast vollkommen recht. Das ist wirklich mit Luna, kenne ich. Also, der muss weiter überlegen. Luna ja, ist die weibliche Kraft, die magnetische Kraft. Ja. Das anziehende Gezeiten Kraft. Auch und so weiter. Ja. Ja, die anziehende Kraft. Ja. Die expandierende Kraft, die nach vorne strebende Kraft, ist Solar. Ist die expandierende mhm. Kraft. Mhm. Elektrik. Die strahlt raus, ja. Mhm. Mhm. So. Und trotzdem sagt man uns die Sonne und der Mond. Und wenn du das anders erklärst einem Menschen, dann sagt er dich, du bist doch bescheuert, du kannst doch nicht sagen die Mond. Ja. Ja, natürlich, weil sie es so gelernt haben. Aber Luna ist Mond, die. Mond, ja, mhm. die Mondgöttin und Solar. Also du hast so viele Widersprüche schon an so simplen Dingen erkennbar, die man uns kontinuierlich einhämmert. Seit lang. Darum ist unser Geist auch völlig verwirrt. Mhm. Mhm. Wir leben in einer Welt, die auf den Kopf gestellt ist. Das ist das satanische System, was die Schöpfung in Opposition stellt. Mhm. Ja?
zu einer neuen Schöpfung. Und wenn du dir die Agenten anschaust, die hier ja schon bei uns sind, diese ganzen Geschichten, dass du aus einer Frau einen Mann machst, wird doch immer normaler. Richtig, richtig. Da wird jetzt wieder griffig, das, Leute. Das kriegst du sogar in der Werbung verkauft. Mhm. Ja, in Werbung siehst du das. Schau dir mal Werbefilme an, da siehst du teilweise mehr farbige Menschen als Weiße in Deutschland, die in der Werbung mitmachen, weil sie auch das vermischen wollen. Und das ist nicht negativ gemeint im Sinne, dass ich sage, da dürfen keine Farbigen sein, sondern so viel sein, wie wollen. Aber es macht doch keinen Sinn, wenn man begreift, dass wir in einem Land leben, wo eigentlich die übergeordnete Schicht der Menschen, die hier zu Hause sind, weiß ist. Weiß sind, ja. Ich fange auch nicht an, in Afrika 80% Weiße in die Werbung zu bringen. Jedenfalls nicht von der Grundlogik. Es sei denn, ich will damit was erreichen. Es ist auch nicht kontinuierlich so, aber es gibt Phasen, wenn du den Fernseher, und ich habe ihn ja nicht oft an, wenn ich ihn dann mal anhabe, dann sehe ich auf einmal, ja, das sieht ganz normal aus, und dann sehe ich wieder Phasen hintereinander, wo es so ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Das sind die Dinge, die sich so langsam rein infiltrieren. Super, dass du das so, wirklich, das ist auch, das ist wirklich auch eine wunderbare Erklärung, auch zum Teil für mich, obwohl ich da schon auch auf der Spur war. Aber, liebe Zuschauer, gerade auch mit dieser ganzen Gender-Geschichte, Trans und so weiter, Mann, Frau und divers und irgendwas, ja, und auch mit der Werbung. Ich muss jetzt aber noch was loswerden, weil ich, auch für die Zuschauer, weil ich behaupte von mir, dass ich mich ganz gut in Zuschauer einfühlen kann. Manchmal komme ich mir selber vor wie ein Zuschauer. Bist du ja auch, ich bin's ja auch. Ja, richtig, ja, also so falsch ist es nicht, auf jeden Fall. Ich war auch mal, und zwar, das ist noch sogar vor Corona gewesen, also vor 2020, schon seit 2015, noch gar keine YouTube gemacht, wo ich auch immer wieder so Gedanken hatte, also eigentlich muss man die alle verhaften. Ja. Also nicht eigentlich, sondern die muss man alle verhaften. Die müssen einer von mir aus auch rechtsstaatlichen Gerichtsbarkeit zugeführt werden und schwer bestraft völlig werden. Normal, ja. Völlig oder normal. Oder wenn dann das Gericht zum Schluss kommt, ja, die... Laut Ursache, Wirkung, muss das passieren. Genau. Aber ich kam davon weg, von diesem Materiellen oder von diesem Konkreten. Ja, dass du derjenige sein musst, der jetzt sagt, ah, ich muss das unbedingt erleben. Genau. Dass es passieren wird, ist unausweichlich. Richtig, die Erkenntnis hat sich bei mir durchgesetzt. Ja. Es heißt aber nicht, dass wir uns alle zurücklehnen können, ja. Aber wir müssen jetzt nicht an Reister gehen und sagen, hier, ihr seid jetzt alle verhaftet. Um nochmal auf die Zeitqualität zu kommen, in der wir uns befinden, wo eben alles miteinander in Korrespondenz steht, wie es natürlich der Fall ist, da haben wir die unterschiedlichen Wachheitsgrade eines jeden, der in dieser Welt im Moment vorhanden ist. Und natürlich gibt es für einen gewissen Teil von Menschen, die jetzt zum Beispiel das Gespräch verfolgen, was wir hier haben und gerade die letzten 10 Minuten verfolgen, da ist Momentum, wo sie ausschalten und sagen, na, das sind ja Wahnsinnige. Und so am Menschen kann ich nicht böse sein. Nein, um Gottes Willen, nein. Den verlache ich auch nicht. Ich erkenne nur an, dass er in seiner Wahrnehmung die Dinge so für sich wahrnimmt, dass er das begründet aus seiner Perspektive abtut als Irrsinn. Damit müssen wir alle leben, ich auch. Das heißt aber deswegen nicht für mich, dass ich mein Denken deswegen revidiere. Ja? Wenn mir jemand etwas sagt, was mein Denken beeinflusst, wo ich sage, oh, das zündet jetzt, ja? Also da denke ich mal drüber nach, vielleicht verwerfe ich ja das eine oder andere dadurch, dann mache ich das. Aber wenn das den Nerv nicht trifft, dann lasse ich es sein. Und wir Menschen haben das Potenzial in uns, dass wir, würde auch wieder eine Videoreihe füllen, ja, verschiedene Körper im energetischen Bereich haben. Aber wenn wir das mal simpel aussprechen, unser Verstand, den wir rational haben, und unser Körpergefühl, was wir rational erkennen können, sind auf der höheren Ebene energetisch verbunden in unserem wahren Selbst. Das heißt, Emotionen und Gedanken, die sich miteinander in Verbindung bringen, haben extreme Kraft. Sie können auch im Gegensatz zueinander stehen, ja? Aber trotzdem bleibt dann Kraft, das ist dann ein Zwiespalt. Dein Gefühl sagt dir das, dein Gedanke sagt dir was anderes. Wenn du aber dein Gefühl und deinen Gedanken in Einklang bringst, wirst du harmonisch mit der Energie des Gefühls, der Emotion und deines Verstandes.
Egal, ob du sagst, ja, ist mein rationaler Verstand. Wenn der Verstand vernünftige Gedanken mit deinem Selbst teilt, ist der Verstand nichts Schlechtes. Das heißt, die Person kann dann sehr, sehr clevere Dinge tun. Sehr ausgeprägt, eine sehr starke Ausstrahlung haben, auf andere Menschen wirken, positive Dinge in die Welt bringen und tragen, weil sie mit den Emotionen und den Gedanken in Harmonie mit dem Selbst sind. Dann wird die Persona immer mehr zum Durchscheinen bereit für dein wahres Selbst. Und dann wirst du die Welt anders wahrnehmen, aber du wirst sie auch anders behandeln. Und jedes Denken von dir ist energetisch verknüpft mit allem, was existiert. Du bringst jeden Gedanken ins morphogenetische Feld. Der Gedanke entsteht aus dir, also bist du die Ursache. Schickst du also einen schlechten Gedanken ins morphogenetische Feld, wird er so lange Wirkung haben, wie du ihn in deinem Selbst als Ursache behältst. Wenn du ihn aber verwirfst und sagst, nein, der Gedanke, den möchte ich nicht mehr haben, dann verfällt er im morphogenetischen Feld, weil die Ursache beseitigt ist. Darum prüfe immer dein Denken und dann prüfe dein Handeln, ob es übereinstimmt mit deinem Denken. Sehr gut. Und ich muss noch mal drauf zurück, weil das finde ich auch, also das fiel mir jetzt gerade auf, dieser Aspekt, du behandelst auch die Welt anders, du siehst die Welt anders, du nimmst die Welt anders wahr, auch einfach auch tiefer, sage ich mal, ja, nicht oberflächlich. Und das Geniale ist ja, wenn du sie anders behandelst, hast du ja wieder eine andere Wirkung als vorher. So ist es. Und du hast vor allen Dingen immer den Aspekt der Ursache, der in dir ist. Und diese Ursache führt auch dazu, dass die Energie zu dir zurückkommt. Darum hüte dich davor, andere zu beschimpfen, andere zu verurteilen, negative Gedanken auszusenden, was mir auch passiert, die du als Ursache in dir hältst, weil es wird zu dir zurückkommen. Alles Sachen, die Jesus schon gesagt hat. Jesus hat gesagt, und ich beziehe mich jetzt auf das, was geschrieben steht, da mag der eine dran glauben oder nicht, für mich ist vieles nicht glaubhaft, aber vieles auch ja. Warum wundert ihr euch, wenn ein Mensch geheilt wird, in dem Fall, weil ich ihn berührt habe? Nicht ich habe ihn geheilt, sondern sein Glaube. Das heißt, die Wirkung entsteht in ihm durch seine Ursache, die der Glaube ist. Also sagen wir mal so, das ist, ich weiß, dass es nicht passt, aber es hat irgendwie sowas ähnliches wie ein Placebo-Effekt. Ein Placebo-Effekt ist ja genau das. Genau. Ein Placebo-Effekt ist nur ein anderes Wort. Der Placebo ist der Glaube, der an das Medikament dass dir das gehaftet hilft. Ist. Genau. Und dadurch wird er gesund, weil er glaubt, dass das Medikament ihn heilt. Aber das Medikament kann ihn nicht heilen, weil es gar kein Heilmittel ist. Aber der Glaube, dass er gesund wird, darum sind Leute auf den Rollstuhl aufgestanden, weil der Glaube sie geheilt hat. Und das sind die Sätze, die sehr wirkungsvoll sind, die man sich auch immer wieder selber noch mal vor Augen halten sollte. Als Jesus gesagt hat, wundert euch nicht über meine Taten. Wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, wahrhaftig, dann werdet ihr zum Berg sagen, beweg dich, und der Berg wird sich bewegen. Wie groß ist also wirklich unser Glaube an das, was wir sagen? Wie viel plappern wir eigentlich nur dahin, wo wir nicht unsere Gedanken hinterfragt haben? Ja. Wo wir nicht wirklich sagen, wir stehen mit hundertprozentig wie ein Fels in der Brandung hinter dem, was wir sagen und haben es auch hinterfragt. Bestehen nicht nur aus Stolz dahinter, weil wir jetzt sagen, nein, wir haben es gesagt, also müssen wir dahinter stehen, sonst ist mein Stolz verletzt. Nein, weil du wirklich deine Gedanken hinterfragst. Und nur Menschen, die das langsam begreifen oder schon begriffen haben und danach leben,
die werden auch eine andere Welt für sich erschaffen können. Wenn du nicht dich selbst hinterfragst und deine Gedanken sind dein Selbst, Teil deines Selbst, dann wirst du immer einen Teil, je nachdem, wie vieles von dem oder dem beinhaltet, an Lüge, an Illusion mit dir rumschleppen. Und das ist eine Ursache, die kannst du erst loswerden, wenn du die Ursache loswerden. Aber es ist immer wieder in dir dein wahres Selbst, dein Denken, was du erzeugst. Und lass dich nicht von deinem Verstand kontinuierlich bevormunden. Der rationale Verstand kann nur aus dem argumentieren, was er gelernt genau. hat. Genau. Weil mehr hat er nicht zur Verfügung. Ja. Ja. Dein wahres Selbst schöpft aus der Unendlichkeit. Richtig. Aber das muss man langsam verdauen, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist riesig. Darum gibt es genau. die Lehre von Buddha, die sich auch wieder mit Lehren wie Jesus etc. verbindet. Da heißt es auch, der achtfache Pfad, die Weisheit, mit sich selbst und der Welt umzugehen. Und er sagt genau das, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Wörtern. Achte auf deine Wörter, denn sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er bestimmt dein Karma. Du hast also in diesen Sätzen die ganze Wahrheit drin. Und selber hast es auch alles selber in der Hand. Ja. Ich möchte für euch, liebe Zuschauer, dann nochmal vielleicht zum Abschluss auf eins nochmal abheben, was mir auch besonders gut jetzt haften blieb, weil ich aus eigener Erfahrung, ich will es nicht sagen, ich habe es jetzt vorgelebt und jetzt sage ich euch, wie es geht, sondern es geht darum, worauf ich abziele, ist, als Mike gesagt hat, man will zurück. Es gibt viele Leute, die zurück wollen, die sagen, gib mir meine 90er, 80er, 2000er Jahre wieder, wie auch immer, ja, oder mein Leben halt wieder, wie ich es mal kannte. Und gar nicht merken, dass das ein Kampf ist, ja, dass sie gegen was arbeiten quasi, ja, genau. Oder in die falsche Richtung gehen, in die 180 Grad falsche Richtung. Man kann sagen, sie kämpfen gegen das Unvermeidliche. Ja, genau. Also wirklich zum Scheitern verurteilt eigentlich auch dann damit. Ja, ja natürlich. Guck mal, das Unvermeidliche. Dagegen kannst du nichts machen. Und ich will das aber nochmal für euch nochmal ganz kurz wiederholen, dieses warum denn nicht mitgehen? Ja, das ist der schnellere Weg. Auch der leichtere. Natürlich. Auch wenn sich das vielleicht auch momentan für den einen oder anderen irgendwie jetzt vielleicht widersprüchlich anhört. Ja. Das wollte ich nochmal, weil das musste ich auch lernen. Ja, das darf man ja nicht falsch verstehen. Das heißt ja nicht mit den Maßnahmen, die man uns hier auferlegt in der Zeit, einfach zu sagen, ja, ich schwimme auf der Welle und sage zu allem Ja und Nein. Nein, man soll sich nur klar machen, dass die Dinge da sind und dass man auch Dinge gegensteuert, soweit man es kann in den einzelnen Bereichen. Aber mit dem Hintergrundgedanken zu sagen, ja, ich will in eine neue Welt, ich will ja nicht dahin wieder zurück. Fügst du dich dem Programm, gehst du ja praktisch nicht nur dahin zurück, sondern du gehst noch in eine schlimmere Variante. Richtig. Ganz genau. Und das sollte man begreifen. Alles, was jetzt hier geschieht, ist so offensichtlich, immer aus der Sicht des Betrachters, wie weit er sich schon befreit hat aus dem indoktrinierten Denken. Die Augen geöffnet hat, wie auch immer, ja. Umso klarer ist es. Es ist so einfach. Es wäre so einfach, wenn wir Menschen in einer genügenden Anzahl so weit sind, dass wir das System verneinen, nicht mehr zur Arbeit gehen. Ich weiß, dass jetzt die Argumentation kommt, ja, das bringt ja nichts, verliere ich meinen Job. Natürlich. Wenn das 5 machen oder 6 machen, verlieren sie ihren Job. Klar. Wenn das 5 Millionen machen, ändert sich die Sache sofort. Verlieren die Politiker ihren Job. Ja. Alles das, dieses Verneinen, das System verneinen. Wir begreifen doch auch wahrscheinlich immer mehr, oder ich gehe davon aus, dass es immer mehr Menschen tun, dass die Wirtschaft über Konzerne gesteuert sind in einer Region der Hierarchie, der Pyramide. Ja?
Und dass Konzerne nichts mit Familienunternehmen zu tun haben. Mhm. Selbst wenn da teilweise mal Daimler-Benz oder sonst irgendwas steht, wo man denkt, ja, da waren doch Familien. Ist doch alles schon vorbei. Das sind alles Unternehmen, die sind gesteuert von denen, die uns kontrollieren. Mhm. Aus der höchsten Ebene. Und sind dafür gedacht, das Globale immer mehr zusammenzufügen, mhm, und den Einzelhandel zu vernichten. So wie man den Einzelhandel vernichten möchte, möchte man deine einzelne Souveränität vernichten. Und wenn halt auch die kleinen und mittleren Unternehmen, am Mittelstand. Das sage ich doch gerade, Thomas. Ja, nicht nur jetzt auf Der Mittelstand, genau, ist doch das, was die breite Masse eigentlich ausmacht. Die Souveränität eines jeden einzelnen Menschen ist seine einzelne Struktur, die er selbst ist. Jeder Laden, jedes Geschäft, was du hättest, wie es früher mal war, wäre ein Laden gesehen wie ein Mensch, in der Sicht, wie ich es gerade erkläre, eine eigene Struktur, die für sich individuell Ware anbietet. Und dann gibt es Konkurrenten, die die gleiche Ware anbieten. Das macht der Markt, der sagt dann selber, ja, wenn drei Läden nebeneinander sind, dann werden alle drei nicht funktionieren. Mhm. Ja? Mhm. Oder nur der mit der besten Qualität oder was auch immer. Der reguliert sich selbst. Und dann gibt es eben einen Laden 5 Kilometer weiter, der das Gleiche verkauft. Aber das sind einzelne Unternehmen und nicht global zusammengeführte Unternehmen, mhm, die aufsaugen, mhm, und dann daraus eins machen, wo dann so ein Mensch, der noch selbst einen Laden gehabt hätte, der dann da an der Kasse sitzt, mhm, ja, oder sonst irgendwo im Sortier, Abteilung da irgendwelche Dinge sortiert. Wenn wir begreifen, dass das alles deutlich zu sehen ist, dieses ganze globale vernetzte System zeigt sich doch auch jetzt, dass es krank ist, wenn wir regional unsere Nahrung beziehen würden, wie es früher der Fall war. Bräuchten wir nicht über Handelsketten nachdenken? Lieferketten, richtig, ja. Wenn du überall, mhm, noch einen kleinen Tante-Emma-Laden hättest, der von den und den Bauern und den Bäcker ihre Ware bezieht, würde dieses ganze Problem nicht aufkommen. Wenn wir unsere regionalen Versorgungsketten, mhm, hätten in einem Land, jedes Land für sich und dann Warenaustausch hat für die Dinge, wo der eine nicht hat, na gut, dann gibt er das den anderen, dafür kriegt er die. Das ist alles mal so gewesen. Das hat man alles über dieses globale Netz bewusst, mhm, gesteuert, mhm, sodass wir eben immer mehr global gesteuert über eine Zentrale, mhm, abhängig sind. Man kann sagen, nachher läuft das dahin, hätten sie ihre Agenda jetzt im Griff, dass es nur noch einen Superkonzern gibt, mhm, der über alle rübergestülpt, mhm, ist. Mhm. Mhm. Und dann hast du irgendwann eine Superregierung, die nur über alle anderen rübergestülpt ist. Du hast überall noch die Zellen, aber die machen nur das, was von oben kommt. Dann hast du das Konzept, was sie wollen. Da sind sie Gott sei Dank nicht angekommen. Aber du siehst doch, dass der Aufbau genau da ist. So ist es angelegt, ja. Wenn du dir, mhm, das anschaust, ist das alles schon bis zu einem gewissen Grad vervollständigt. Noch nicht komplett, aber genau da, mhm, soll es hingehen. Und, mhm, durch diesen Zerfall, den sie jetzt hier weiter propagieren, den sie uns auch verkaufen als wir sind schuld, ja, Klima, wir sind die Bösen, damit würden sie dann ja noch mehr den Mittelstand zerstören weltweit und würden ihr globales System weiter von der Struktur aufbauen. Wenn das verstanden ist, wenn man das begriffen hat, dann hat man das System, mhm, verstanden, was, mhm, eigentlich hier los, mhm, ist. Mhm. Und das muss man begreifen, damit man wirklich auch dagegen angehen kann und sagen kann, nein, das mache ich nicht mit. Es ist egal, ob ich jetzt in Urlaub fliegen kann oder das und das und das haben kann und eben mal nicht haben kann, aber ich mache da nicht mehr mit. Mhm. Und die Vernetzung untereinander, das Gleichdenkende miteinander in Kontakt sind, das ist ein wichtiger Aspekt. Im Sinne von Netz, Internet, eine Basis, mhm, aber die reicht nicht. Man muss miteinander wieder kommunizieren, physisch, und physisch, mhm, miteinander, mhm, erkennen, mit welchen Menschen will ich zu, mhm, tun haben und von welchen Menschen löse ich mich besser. Wobei das passiert ja schon zum Teil auch mit diesem, von welchen Menschen löse ich mich besser. Es ist ja, das ist ja auch unser Thema immer, die Masken fallen, Offenbarung, Ja, ich sage ja nicht, dass das nicht so ist. Ich sage nur, dass man immer wieder das betonen sollte. Ja. Und es gibt jetzt schon Anzeichen dafür, dass der Mainstream selbst das schon erkennt,
dass das geschieht. Mhm. Die fangen jetzt zum Beispiel an, Wandergruppen als rechtsradikal darzustellen. Ja. North Face, also die Firma, die Outdoor-Kleidung herstellt, sagt, das ist irgendwie eine weiße Domäne und das wollen wir nicht. Ja, verstehst du, was ich meine? Da wird also schon wieder ein Narrativ aufgebaut, dass Menschen, die sich auf die Art vernetzen, die jetzt zum Beispiel Wandergruppen haben, gehen da spazieren, machen da, weiß ich nicht, ihr Picknick und unterhalten sich, sind im Austausch. Das wird schon als rechtsradikal oder sonst was dargestellt. Damit siehst du, wie verletzlich ja, dieses System ist. Und was die für eine Angst davor haben. Na, genau so ist es. Sie erkennen, dass das ist der Tod für sie. Mhm. Wenn sich Menschen auf freundliche Art und Weise miteinander vernetzen und Gedanken austauschen, intelligente Gedanken austauschen. Nicht umsonst haben sie eigene Strukturen entwickeln. Genau. Ja? Mhm. Wieder sich mit Menschen vernetzen, die regional ihre Produkte erzeugen. Bei denen kaufen und nicht mehr im Supermarkt oder in den anderen Regionen. Mhm. Und das geschieht. Das geschieht jetzt. Wie weit das Wirkung hat, werden wir sehen. Aber dass es geschieht, ist schon mal ein wichtiger Aspekt. Ja, und das kann beobachten. Und das kann ich immer nur anregen. Ja, wenn wir in Zeiten leben, wo wir bestimmte Produkte, die wir brauchen, um unseren Geist zu fördern oder um unseren Magen zu füllen, wenn wir da noch Strukturen nutzen müssen, weil wir keine anderen zur Verfügung haben, na gut, dann macht man das notgedrungen. Aber die Weite drumherum, die kann man doch schon ganz anders in Kauf nehmen, für sich mit den Dingen umzugehen. Weil es gibt ja nicht nur die Ernährung für Geist oder Körper, sondern es gibt ja das Vernetzen miteinander, miteinander sein. Und das ist wichtig. Also ich glaube, damit können wir es auch beenden für heute. Ja? Auf jeden Fall können wir das beenden. Lieber Mike, noch, ich glaube gesehen zu haben, dass du eine Folge 28 hast, Illusion, ja, Spielzeug der Wahrheit. Hast du gut erkannt, ja. Deswegen nochmal Hinweis zum Buch Illusion, Spielzeug der Wahrheit von Mike ist in der Beschreibung bei ihm auf dem Kanal natürlich genauso. Und die Verlinkung zur Ausgabe 28 nochmal die. Ja, ich erkläre das nochmal für Zuschauer, Begleitung. Für Zuschauer, die neu sind. Das Buch Illusion, Spielzeug der Wahrheit, dazu habe ich eine Videoreihe. Und die ist begleitend zum Buch. Und da ist jetzt die Folge 28, wie Thomas richtig sagt. Und die werden wir auch in dem Video unten verlinken, sodass jeder, der Interesse hat, sich das anschauen kann. So wird's gemacht. Da geht es übrigens in dem Fall auch um den Willen, den wir heute schon mal so ein bisschen in unserem Gespräch haben. Ja. Sehr schön, dann waren wir wieder richtig gut dabei. 80 Minuten oder so, 70 Minuten. Wunderbar, ich hoffe, liebe Leute, ihr hattet, könnt wieder was mitnehmen aus der heutigen Folge und danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Mike, danke dir und bis zum nächsten Salongespräch, würde ich sagen. Ja, Thomas, ich danke dir und alles Gute an die Zuschauer. Bis zum nächsten Mal.